Ja, moin moin! Hallo! Da sind wir wieder und zwar zum Let's Play von Sigil oder Sigil oder Siegfried, wie auch immer. Oder Mahjong. Sieht so aus. Ähnliches. Französisches Mahjong. Falls ihr euch verdammt nochmal fragt, welches Spiel das ist, ja. So sieht das aus. So, Startspieler wird zufällig bestimmt. Schnack, schnack, schnock. Schnack, schnack, schnock. Ah, oh. Ich fange an. Ich will so. Auch reinkommen, wir machen nochmal. Lass. So, ihr habt bestimmt schon das Erklärvideo geguckt, wie das halt funktioniert. Jetzt zeigen wir euch das einmal. Stimmt. Jetzt müssen wir erstmal die Geister an der Seite legen. Genau. Die Geister, die entfliehen, wie gesagt, sobald sie aufgedeckt genau. werden, die werden dann an der Seite gelegt. Genau. Die erkennt man nochmal kurz daran, dass die einfach das Symbol, dass das dunkel ist, anstatt genau, weiß. Dass das nicht weiß ist, das Symbol, aber das hat mein Regelvideo auch schon gesagt. Genau, nur noch einmal ganz kurz und dann bin ich auch schon... Oh, ich hab's zerstört. Genau, die legen wir jetzt einfach mal hier so quer damit. Sind jetzt nicht mehr ganz im Bild. Aber ich will das mal kurz leicht korrigieren. Ja, auf jeden Fall müsst ihr die daneben legen, dass so, dass jeder drankommt. Weil genau. die halt für alle Spieler sind und nicht so. Für einen. Genau. Ja. So, da sind die Geister. Die sind entfleucht. Startspieler hat eine Karte genommen. Ja. Und die Karten, die verfügbar werden, die werden dann umgedreht. Oh, ja, Entschuldigung. So, wie gesagt, jeder Spieler zieht eine Karte. Und behält ihr dann auf der Hand. Ihr könnt jetzt gucken, zum Beispiel, hier ist das Blattsymbol. Jetzt könnt ihr anfangen, hier zum Beispiel Blattsymbole zu sammeln. Oder hier ist das, was auch immer. Ich würde sagen, das ist eine Wurzel. Ne, Felssymbol würde ich sagen. Hier so ein Stein mit Fels. So irgendwie so, wie so ein bisschen wie ein Mann hier. So eine Muschel? Nee. So eine Kind. So eine Muschel gemalt von jemandem, der nicht malen kann. Ja. So wie. Wie dem auch sei. Ja. So, ich nehme jetzt auch eine. Und ja, dann bist du wieder. So, dann bist du wieder. So, jetzt. Muss ich gerade mal gucken, was da so noch so rumschwirrt. Ja, dann hätte ich gern die. Die können wir jetzt hier nicht aufdecken, weil die. Genau, die sind nicht verfügbar, weil hier noch eine drauf liegt. Genau. So, dann. Dann. Bist du dran? Ja, ja. Ich überlege gerade mit mich. Ja, zack. Ja. Ich will das Fenster. Und drin. Jawohl. Sir, ja, Sir. Hier oh, ist das noch nächste. Ein Geist. So, dann bin ich dran. Und du. Perfekt. Ui. Ja, ich mach das. So, schwupp. Oh, noch ein Geist. Schwupp. Schwupp. Junge, Junge, wie geht's ab? Jo. So, schwupp. Was geht ab? Achso, ich, hier, ums Flöten. Ich, du, wir, Ums Flöten. So, ich darf, leg jetzt drei hier hin. Sieht man das? Ich weiß es nicht. Na, dann würde ich mal eben kurz checken, ob man das sieht. Nee, am besten liegt es dahinter. Bei dir direkt unter die, ja. So. So, ich habe drei Symbole von diesem Geweih, wie auch immer, und darf mir deswegen, weil ich drei habe, hier, Scherne, darf ich den Geist oben drauf legen. Die Zahlen sind, wie gesagt, egal. Genau, das ist, weil es aus derselben Kartenfamilie ist. Genau. So, dann zeige ich euch einen tollen Trick. Ich mache das nämlich jetzt auch so, ich habe aber vier von den Hirschkarten. Und dann werde ich, genau, kriege ich jetzt die Kontrolle über den Geist. Und dich verlässt der Geist. Nachmachen. Ja, jetzt bist du. Dann habe ich auch drei von den Schiffen. Oh, du machst mich schon wieder voll nass. Danke. Mann. Du. Wer ich? Nee. No. Boah, du klaust mir immer alles, was ich gebrauchen kann. Böse. Oh, schon wieder ein Geist. Ja. Ich finde alle Geister gut, ne? Ja, nicht schlecht. Gibt's auch du nimmst mir alle weg. Gibt's keinen sehr Bonus gut. Für. Ah, stopp. Aber. Ui. Okay. Ja, soviel zu dem Thema. Was war du? Nimmst mir den eh gleich wieder weg. So, du. Ja, jetzt bin ich wieder. Tja, was habe ich denn dazu? Bin ich jetzt gar nicht mehr so spontan begeistert von. Pff. Mhm.
nicht so schön, ne? Ich habe auch so komische Dinge auf der Hand. Ich bin? Ja, bestimmt. Oh, halt! Ja. Zack. Oh, Menno. Nicht nett. Könntest du mal umdrehen, bitte? Ich drehe. Mein Ärmchen ist zu kurz. Ich? Du bist dran, ja. Schwupp. Stimmt. Umdrehen, bitte. Danke. Und du? Und du? Also so an sich, das ist echt total simpel gemacht. Ja. Erinnert mich auf jeden Fall total an Mahjong. Ja, nur dass man sich nachher das, was man quasi, dass man die Karten auf die Hand nimmt und dass es da nicht Punkte für gibt. Und dass man sich die gegenseitig auch noch klauen kann. Ja, dass man die Gäste nachher klauen kann. Ja. Ich hab dich drauf, also. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Bitte. Ja, komm, hier. Du bist so. Ich ziehe keine schönen Dinge. Muss ich ganz ehrlich Geist. Sagen. Ich meine, Geist entfleucht. Geist entfleucht schon wieder. Ui. Bin ich dran? Du hast gerade die letzte genommen, ja. Cool. Oh, das ist schon viel Geist. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, halt! Die habe ich übersehen. Tja, da wird das wahrscheinlich eine Haselnummer für mich zu klauen. Okay, du. Umdrehen, bitte! Danke. Und den Geist, der gehört auch mir. Weil. Schwuppsiwupp. Ja, dann hast du gewonnen. Ich habe was hier. Ja, und ich habe nur 3. Ja, sind insgesamt nur 7 drin. Ich meine. Und da ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 Stück, genau. 7 Geister, okay. Ich habe 1, 2, 3, also 3 Geister, du hast einen mehr. Ja, aber theoretisch endet das Spiel ja erst. Jetzt müssen wir erstmal noch weiterspielen. Stimmt, wenn du 5 hast. Wenn ich 5 hast. Dann haben wir letztes Mal, hätten wir weiterspielen müssen. Ja, die Karten waren, glaube ich, alle. Ach ja, genau, das kommt ja gleich. Egal, wir schauen einfach mal weiter. So, ich war dran, du bist. Ja. Lange Rede, gar keinen Sinn. Sinn. Du bist. Verdammt, ich will keine Kröte. Okay, Schild, ja. Kröte. Kröte? Ich? Nee, ich muss noch eine nehmen, weil ich bin irgendwie total unentschlossen. Verdammt. Zack. Und 4, stopp. Und Geist Nummer 5. Och Mann, ich hätte nämlich jetzt, hätte ich das genommen. Und dann hätte ich dir nämlich den grünen klauen können. Nee. Aber ich bin jetzt schon tot, ne? Ja. Doof. Okay. Ja, im Moment verliere ich immer. Ich weiß auch nicht, seit über einer Woche, egal was wir spielen, ich verliere. Gestern hast du eine Runde gewonnen. Eine von? Ja. Genau. Wollen wir nicht drüber sprechen, ne? Jawohl. Das... Aber du kannst es schön aussprechen. Sigil. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ich vielleicht ist das total falsch und die Franzosen lachen über uns. Stimmt. Egal. Guck die Idioten an. Ja, das war Sigil. Genau, Sigil. Sigil, ein guter Deutscher sagt Sigil. Und ja, kleines nettes Spiel für zwischendurch. Hat auf der Messe jetzt 15 Euro gekostet. Ja, ich meine. Und ja, wie gesagt, einen Drachen gab es als Promo gratis dazu. Warum auch immer, der ist doppelt. Und eine deutsche Gebrauchsanleitung, die fand ich viel hilfreicher. Wie gesagt, nur in der englischen ist das ein bisschen besser erklärt, finde ich. Deshalb, wenn ihr mit der deutschen nicht klarkommt, lest euch auch einmal die englische durch, gerade mit dem Kartenumdrehen. Aber ihr habt es jetzt ja gesehen, es ist wirklich kein Hexenwerk, das Spiel. Und macht trotzdem Spaß. Ist was Nettes, ja. Kleines für zwischendurch. Ist schnell erklärt, genau. Schnell aufgebaut. Und ich habe trotzdem, hab auch damals trotzdem anderen Spielen, die auf dem PC waren, immer noch gerne mal jung gespielt. Deshalb musste ich das ja, dieses Jahr unbedingt genau. haben. Ja, auf jeden Fall. Nee, ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Gefällt mir auch gut. Jo, alles klar. Das war's vom Let's Play zu Sigil. Genau, viel Spaß beim Spielen. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.